Hallo meine Fuzzibärchens und Ping! Herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist heute ein ziemlich spezielles, weil zum einen habe ich Bier geschickt bekommen und zwar das Freistädter Ratsherren aus Österreich. Und das trinken wir jetzt erstmal, machen wir einen kleinen Biertest vorab, bevor ich zum eigentlichen Kern dieses Themas komme oder des heutigen Themas. So, erstmal nochmal trinken, ne? Das ist ein bisschen bitter. Ja, Bier, ne? Also ist jetzt, ja, kann man trinken, aber da trinke ich lieber Kron. Aber das macht überhaupt nichts, weil der gute Herr, der mir dieses Bier geschickt hat, der ist absolut wahnsinnig. Das ist ein Labelinhaber und zwar von Electronic Purification Records. Ein schönes T-Shirt geschickt gekriegt, auch noch. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich habe nicht nur zwei Flaschen von diesem Ratsherrn gekriegt und dieses T-Shirt, nein. Ich habe sage und schreibe 14 LPs bekommen. Warte mal, was geht mit den, was läuft mit euch falsch? Hier, guckt euch das an. Das sind alles LPs, die ich geschickt bekommen habe. 14 an der Zahl plus eine 10-Inch. Und worum geht's da? Ja, normalerweise, ich bin ja so Metal-Kanal, ne? Punk, Metal, Indie, elektronisch habe ich nicht so wirklich was auf dem Kasten. Das ist alles sogenanntes Retrowave, Synthwave oder auch Outrun genannt. Outrun heißt das deswegen, weil das so angelehnt ist dann an dieses Arcade-Spiel Outrun. Das gab es mal in den Spielhallen, das war sehr hip und das gab es auch für alle möglichen Systeme. Ich habe es damals tatsächlich auch auf dem C64 gespielt. Ja, und da kommt das halt her, weil diese Musik an diese 80er-Jahre-Scheiße erinnert, ne? So, also es ist alles mega 80er aufgebaut, wurde aber im neuen Jahrtausend produziert und hergestellt. Das ist eine Szene, die gibt es schon seit Mitte der 2000er, also ist noch nicht so die neueste, nicht die älteste Szene. Und die ist 2010 so ein bisschen durchgestartet, da gab es dann so die ersten Leute, die bekannter wurden. Und ja, das ist jetzt halt eine sehr frische Szene, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Deswegen finde ich das umso witziger, dass ich gerade von so einem Label Musik geschickt bekomme. Das ist sehr eigentümlich. Nur mal ping. Aber kommen wir zu Electronic Purification Records. Und zwar gibt es der gute Mann, macht das seit September 2016, hat in der Zeit um die 40 Veröffentlichungen rausgebracht. Das ist auch schon eine Schlagzahl, ungefähr knapp 2 Jahre, 1,5 Jahre gibt es den, 40 Veröffentlichungen. Und das sind nicht irgendwelche Veröffentlichungen, also der gibt sich richtig, richtig, richtig viel Mühe. Und das ist alles auf 180 Gramm Vinyl gepresst, was ja ohnehin schon mal teuer ist. Und dann gibt es so, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt spontan finde, es sind ja so viele, da gibt es dann so richtig geile Aufmachungen, wo dann hier, das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber das ist so ein laminierter Druck, der da drauf ist, oder da diese 3D-Bilder gibt es dann dabei, und das ist alles sehr, 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 sehr aufwendig gemacht, teilweise farbiges Vinyl, teilweise Doppelplatten und Clubcover und hast du nicht gesehen, dann sieht das hier, die Ten-Inch hat dann so eine schöne Grünfarbe, ne? Sieht also alles sehr, ist sehr edel gemacht. Ja, aber was ist das für Musik? Der ein oder andere von euch kennt vielleicht Kung Fury, den Film, ne? Diesen YouTube-Film und David Hasselhoffs True Survivor. Und in die Richtung geht das ungefähr. Es ist so aus der, ja, da muss ich jetzt nachforschen, ne? Da kann ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, da muss ich mal ein bisschen meinen Rechner bemühen, habe ein bisschen nachgeforscht. Die Musik stammt so aus der französischen Hausszene. Da ist das so ein bisschen abgesplittert und die Jungs benutzen jetzt so alte Kork- und Moog-Geräte und machen dann, ja, wie ein 80er-Jahre-Retro-Wave-Shit. Ja, und ich bin ehrlich gesagt sehr, 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 sehr geflasht, dass ich dieses Paket bekommen habe. Und da habe ich natürlich keine Zeit gescheut und habe mir ein ganzes Wochenende lang Retro-Wave, Synthwave, Outrun-Musik reingezogen. Und das ist teilweise, fühlt man sich da zurückversetzt in so alte Videospiele. Ne? Chris Hülsbeck ist dann zum Beispiel so ein Mann, der Name fällt dann unweigerlich in meinem Kopf. Oder welches war es? Ich weiß gar nicht, es sind so viele. Da war zum Beispiel was dabei, das hat mich so erinnert an den Soundtrack von den Tripods.
gemischt mit so John Carpenter-Musik und ja, alles, was in 80er-Jahre-Filmen irgendwie vorgekommen ist an diesen Effekten oder sowas, das ist alles da eingebettet, aber die machen halt eine komplett eigenständige neue Musik daraus, was ich sehr spannend finde. Ja, ja, wie gesagt, ich habe mir die Platten mal durchgehört und habe natürlich direkt Favoriten, die ich da entdecken konnte. Ogre, man sieht das auch hier schön wieder, ne, mit diesen laminierten, so im glänzenden, mattes Cover mit so einem glänzenden Druck drauf. Ogre. Und der hat das Ganze angelegt, da hinten ist auch ein schöner Text drauf, so eine Beschreibung von dem Ganzen. Der hat das so angelegt, als wenn das, also diese Platte ein Science-Fiction-Film wäre, so Terminator-mäßig, thematisch, Cyberpunk. So klingt das dann auch. Also das könnte durchaus auch im Terminator 1-Soundtrack gewesen sein. Und das war, glaube ich, auch das, wo die Tripods verwurstet worden. Aber da machen wir jetzt mal keinen langen Aufheben, da hören wir jetzt einfach mal rein und dann könnt ihr euch selber so ein kleines Bild davon machen, wie das wohl so klingt. So, los geht's. Ihr hört, es ist ein düsterer Anfang. Obwohl, nee, wir müssen lauter machen. So, mal ein bisschen lauter machen. Da und das jetzt. Das könnte eins aus dem Soundtrack von Terminator 1 sein. Das jetzt nicht mehr, aber dieser Auftakt eben, ne, das ist schon sehr ähnlich und dieser Melodiebogen, den ihr jetzt hört, erinnert halt an die BBC-Serie Tripods oder auf Deutsch lief das unter dem Titel Die dreibeinigen Herrscher, eine großartige Serie. Gab es leider nur 2 Staffeln von und Staffel 2 endet mit dem Cliffhanger, der halt nie aufgelöst wurde, weil das Geld für die dritte Staffel wurde nie freigegeben. Es war dann immer so im Gespräch, dass man da einen Film machen wollte oder nochmal irgendwie das Ganze rebooten, wie es so schön heißt heutzutage, aber das ist leider nie zustande gekommen. Deswegen, wenn man wissen möchte, wie es weitergeht, dann muss man einfach das Buch lesen. Ja, hilft leider nichts. Noch so eine Besonderheit bei der Musik ist ganz einfach, es gibt sehr selten Vocals, also da wird nicht gesungen. Also 95% von dem, das hat einfach keine Vocals. Was ich teilweise ein bisschen schade finde, weil das würde sich anbieten, da richtig was richtig Geiles, Schönes drüber zu machen. Aber gut, scheint wohl nicht so angesagt zu sein in der Szene. Es gibt aber eine Platte von denen, die mir geschickt wurde, da sind tatsächlich Vocals drauf, und zwar weibliche, und zwar ist das Betamax. Ne? Da ist durchaus auch Gesang zu hören, weibliche, da hören wir dann gleich mal rein. Ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt da erzählen sollte, weil wie gesagt, es sind halt Soundlandschaften, die so, ja, dieses Retro-Gefühl wecken, und man hat immer das Gefühl, man hat seinen Amiga gerade eingeschaltet. Das ist sehr, sehr angelehnt. Wahrscheinlich wird mich jetzt jeder dafür prügeln, der sich damit ein bisschen ernsthafter auseinandersetzt und der dann Fan von der Szene ist, irgendwie das mit einem Amiga zu vergleichen, weil so ein Moog und so ein Korg-Keyboard, das ist schon teuer. Gerade heutzutage erzählen solche Geräte echt mal Sammlerpreise, gerade diese 70er, 80er Jahre Moogs, die es da gibt. Das ist schon nicht ganz so günstig, sich da so ein Gerät zu kaufen. Das weiß ich aus guter Erfahrung, weil ich mal mit einem Kollegen abgegangen, oder ein Schulfreund von mir, der hatte eine IBM-Band, Evil's Toy hieß die, und der hatte auch sein ganzes Zimmer mit irgendwelchem Elektronikgerümpel vollstehen und hat da irgendwie drauf gezaubert. Und von dem her weiß ich, dass das schon auch ein teures Hobby ist und eine teure Leidenschaft, so eine Musik zu machen. Das waren jetzt Ogre, O-G-R-E, Engländer, wie ich das wohl mitbekommen habe. Und jetzt hören wir nochmal hier in Betamax rein, ne? Das fand ich auch ganz gut. Das hören wir uns auch mal an, dann bis gleich, wenn ich hier wieder vor die Kamera wusche. Und jetzt geht's weiter mit Betamax, ne? Und dann hören wir den Klängen mal zu und schwelgen so ein bisschen. Oh. Das ist jetzt natürlich sehr poppig. Erinnert auch so ein bisschen an diesen, ja, 80er Jahre Pop, der halt so damals en vogue war. Ja, 80er, ne? Also das Einzige, was einem dazu immer wieder einfällt und immer wieder in den Schädel gehämmert wird, ist 80er, 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 80er. Ja, ist halt so radiotaugliche Musik. Weiß man nicht, das wird wahrscheinlich nicht was für jeden sein. Ich find's interessant zu hören,
dass man halt 20, 30, fast 40 Jahre, nachdem diese Technik eigentlich abgelöst wurde durch diesen ganzen digitalen Scheiß, dass man da einfach wieder analog Dinge auch rausgräbt oder zumindest irgendwelche Konverter hat, dass das analog klingt, um dann wieder Musik zu machen. Ne? Time repeats itself. Also ne, irgendwie kommt immer alles wieder. Und wenn man denkt, irgendwas ist ausgestorben, ja, dann klopft die Vergangenheit an die Tür und sagt so, hallo, hier bin ich wieder. Ja, so ist das manchmal. Und auch in der Musik ist ganz gang und gäbe. Death Metal zum Beispiel. Ganz interessant. Death Metal, so anno 2000, war nicht weg, aber war halt nicht mehr so populär. Und in den letzten 5 Jahren habe ich zum Beispiel erlebt, dass es wieder ganz, 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 ganz viele Bands gibt, die so klingen wie die Bands Anfang der 90er. Ganz einfach, weil sie dieses Oldschool-Feeling wieder haben wollen und da halt auch ihr Image oder ihre Songbasen drauf aufbauen. Ne? Und deswegen, alles kommt irgendwie wieder. Mal gucken, was mit dem Necrocore passiert. Ach ja, Pink. Ja, wie gesagt, es ist unmöglich, jetzt hier 14 Platten vorzustellen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sonst wird das wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Aber jetzt, gut, für jemanden, der sich mit Death Metal nicht auskennt, sagt, das klingt alles gleich. Jemand, der sich mit Reggae nicht auskennt, sagt, das klingt alles gleich. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Und ja, das ist schon alles sehr ähnlich und sound- und produktionstechnisch klingt das schon sehr gleich. Auch wieder Sakrileg, ne? Das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, weil den Leuten, die erkennen da bestimmt die Feinheiten raus. Ich ja nicht, weil ich bin da komplett neu. Ja, ich habe aber noch eine ausgegraben. Auch wieder Ogre. Also dieses Ogre, das hat mir schon gefallen. Das hat mich schon gekickt. Und das ist so eine Live-Session. Hat er einfach an seinen Sachen rumgeschraubt, wenn ich das richtig verstehe. Hier steht es. Murals is an all-hardware performance captured in one take to a haunted Tuscan Porter Studio. Hat der dann wohl ein bisschen dran rumgeschraubt. Und hier kann man auch sehen, was der alles für Sachen benutzt. Die kann ich mal vorlesen. Kawai Pro Solis Korg MS-20. Das hatten wir, glaube ich, sogar auf dem ersten Sanctimonium Tape. Aber Korg M1 war das, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Korg Poly 800, Korg Volca Beats, Korg Voicer Keys, Moog Mother 32, Moog Minotau, Roland VP03, Tascam 4 Tracks, also ein 4-Track-Recorder auch von. Sehr, sehr, sehr interessant. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Nun, dann seht ihr mich gleich wieder vor die Kamera huschen, wenn die Scheibe läuft. Ping! Jetzt hört er schon, das ist alles etwas ruhiger, etwas getragener, eher so flächig und fast schon meditativ, eindeutig. Ich hab mich einfach mal drauf eingelassen. Ich habe gestern hier in meinem Man Cave gesessen, auf meiner Couch, und habe mal das Licht ausgemacht, habe die Musik einfach laufen gehabt, irgendwie mir so ein Räucherstäbchen angezündet, ganz ätherisch, und habe das mal auf mich wirken lassen, und es ist tatsächlich so das. Also ich persönlich komme dabei runter, ich kriege so ein ganz, ganz ruhiges Gefühl und kann einfach relaxen und abschalten. Gerade bei dem jetzt, bei dem anderen nicht, das ist halt so Pop, da hat man so, ja, Cabrio sitzen, ne, Feeling, Sommer, ey, pff, ein bisschen tanzen vielleicht mit den Yuppies, so ein Feeling eher. Aber das ist so ein schönes, ruhiges, gediegenes, ja, Abschaltgerät, nenne ich das mal. Wie gesagt, es ist schwer, ne? Es ist schwer, das jetzt alles durchzubesprechen und einfach 14 Reviews, das kann ich auch nicht machen. Das ist zeitlich mega aufwendig, aber ich fand das richtig hammer krass. Ich kam an ein Paket, ich so, boah, ist da drin? Er hat ja noch, weiß ich nicht, einen Kasten damit reingepackt, also so eine Platte auf einen Kasten geklebt oder so. Und dann packe ich das aus und denke mir so, ein Wahnsinn, ne? Also ich kann immer nur danke, danke, danke sagen, dass es sowas gibt, Leute meine Videos gucken und dann sich berufen fühlen, mir solche geilen Pakete zu schicken. Da habe ich
fliege ich so ein bisschen weg und kann es eigentlich nicht fassen. Ich werde dieses T-Shirt natürlich, meine Titten, dieses T-Shirt natürlich in Ehren halten und tragen und auch mal damit rausgehen, dass andere Leute das sehen, finde ich total gut. Und die Platten, da wird sicherlich nochmal die eine oder andere bei mir auf dem Plattenteller landen. Vor allen Dingen die jetzt, weil ich das einfach super meditativ, ruhig und angenehm finde. Da kann ich einfach richtig gut zu abschalten. Ne? Es hat so ein bisschen was von diesen Vangelis-artigen Sachen, weiß ich jetzt nicht, könnte ich schwer beschreiben. Irgendwie so ein bisschen Philipp Glass ist da auch drin. Ganz, 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 ganz kruder Misch, aber das macht ja auch nichts, weil Philipp Glass, ne? Und Vangelis ist ja auch so 80er Zeugs. Was man natürlich Jean-Michel Jarre erkennt man natürlich auch, ne? Also, aber das ist ja auch ein Franzose, da kommt es ja dann letztendlich her. Haben wir noch eine Platte, die wir uns zum Abschied gönnen? Welche mich hier interessiert hat oder welche mich hier geflasht hat? Ach ja, genau. Das fand ich auch noch sehr schön. Das hatte so diesen Kung Fury-Style. Meteor sieht man hier auch, glaube ich. Das ging das Licht halt richtig. Da, wie dieser. Also ein mattes Cover mit so einem leuchtenden Plastikdruck drauf. Sehr schön, ich kenne die Fachbezeichnung nicht. Aber das ist zum Beispiel sehr schön. Meteor mit ihrer Scheibe Parallel Lives. So. Ah, ist auch hier schön in farbigem Vinyl, schön grau gehalten. Und dann hören wir die nochmal rein, ne? Und dann seht ihr mich gleich nochmal vor die Kamera huschen. Ping! Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für so eine Art von Musik. Das ist halt dieser etwas Up-Mid-Tempo-Beat. Und naja, es ist halt nie Gesang bei, es ist halt immer so eine musikalische Instrumentalreise, die man da auf sich nimmt. Viele haben da, wie gesagt, auch eine Geschichte zu. Also das ist dann. Ja, ich nenne es mal fiktiver Soundtrack, der da erstellt wird für einen Film, den es nicht gibt, den es aber geben könnte. Also, ne, das könnte schon zu so einem 80er-Jahre-Streifen passen. Die sind ja in letzter Zeit auch wieder total im Kommen, wie ich eben schon gesagt habe. Kung Fury war ein sehr, sehr großer Erfolg, millionenfach geklickt auf YouTube. Dann dieses Iron Sky Zeugs, das ist ja auch eher so, ja, 80er behaftet, Upgrade ist ein ziemlich 80er belasteter Film, gibt's ohne Ende. Oder hier, ach, wie hieß der nochmal, der Junge mit seinem Fahrrad da, komme ich jetzt nicht drauf, wie der Film hieß, dieser BMX-Boy, das war auch mehr als Retro 80er geht da nicht. Und darauf basiert dieses ganze Zeug, was die da machen. Ich finde es tatsächlich interessant, ich finde es wirklich gut. Also mit interessant meine ich nicht scheiße oder irgendwie anstrengend oder sowas, sondern interessant, in was man sich da alles so reindenken kann, wenn man schon ganz, 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 ganz viele Filme gesehen hat oder auch ganz viele Videospiele gespielt hat, Retro-Videospiele, dann geht das einfach sofort in einen über und dann ist das auch gar nichts Ungewöhnliches, sondern ich wundere mich eigentlich nur, dass das wieder aufgekommen ist. Aber ich freue mich, ich finde das ganz nett. Ich glaube, ich habe eine neue Musikrichtung gefunden, die ich jetzt nicht, die jetzt Metal nicht ersetzen wird, aber der eine schöne Addition zu dem Ganzen gibt. Ich meine, je älter ich werde, desto mehr Musik entdecke ich für mich und das Spektrum wird eigentlich immer bunter und breiter, was ich total geil finde, weil wenn ich nur auf dieser einen Spur geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich ganz, 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 ganz viele geile Bands, geile Musik verpasst. Und ja, ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Ich danke nochmal recht herzlich an Electronic Purification Records. Großartig, wie gesagt, sprachlos bin ich nicht, sonst hätte ich jetzt nicht so lange gelabert. Aber ich danke vielmals, ich weiß das sehr, 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 sehr zu schätzen. Supportet den Mann, unten steht natürlich wieder alles in den Beschreibungen drin, wenn ihr euch da vielleicht auch mal eine Platte bestellen wollt oder mal reinhören, was ihr so macht. Ich sag mal nochmal Ping und dann bis bald, ne? Abschalten nicht vergessen, ne? Abschalten. Zu viel Internet ist ungesund. Abschalten.